Leute, willkommen zu einem relativ kurzen X-Defined Leaks News Update. Es scheint festzustehen, welcher einer der ersten neuen Spielmodi in X-Defined kommen wird. Wahrscheinlich in Season 1 schon ein sehr beliebter Modus, den wir auch aus anderen Games wie COD kennen. Und zwar Suchen und Zerstören steht ganz oben auf der Liste. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches ist einer eurer Favorite Modes, die vielleicht in X-Defined noch nicht da sind, mit denen ihr aber felsenfest rechnet. Für mich ist es zum Beispiel Team Deathmatch, ganz klassisch 6 vs 6, ohne groß nachdenken. Der Modus ist, soweit ich weiß, noch nicht drin. Abschluss bestätigt ist zum Beispiel Modus, der ist schon drin. Einer meiner Lieblingsmodi überhaupt in dem COD-Universum. Finde ich geil, dass das dabei ist. Aber Suchen und Zerstören wird wahrscheinlich viele von euch absolut abholen, weil das ein sehr taktischer Modus ist, wo man sehr gut im Team agieren kann und gerade das Element mit den verschiedenen Fähigkeiten. Und wer die letzten Exklusiv-Gameplays von mir gesehen hat, also die habe ich nicht selber gespielt, die habe ich von Ubisoft dankenderweise gestellt bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, klingt einfach geiler. Da sieht man, dass sowas wie Escort ein sehr taktischer Modus ist, der nicht mein Fall ist, weil der sehr, sehr langatmig und langsam ist. Wenn du da drauf gehst, musst du erstmal wieder ewig zu diesem Eskortier-Roboterhund rennen. Das dauert alles ziemlich, ziemlich lange. Und Suchen und Zerstören ist dann wahrscheinlich noch ein Stück weit taktischer, wo es dann einfach Bock macht, die einzelnen Fähigkeiten der Fraktionen zu kombinieren, was bestimmt eine richtig, richtig feine Sache ist. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Kommentare auf jeden Fall gespannt. Verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste X-Defined-Video. Vergesst nicht zu kommentieren, zu abonnieren, Daumen hoch und so weiter und so fort, wenn ihr von X-Defined nichts weiter verpassen wollt. Und natürlich auch weiterhin Apex Legends und GTA 6. Bis zum nächsten Mal. Ciao.